Jetzt möchte ich gerne noch was Kleines vorlesen, bevor ich den nächsten Song spiele, der jeder hier ganz fleißig von der Warnwache-Band mitbegleitet wird. Seine guckt schon ganz freudig. Interpretiere ich den Blick jetzt noch. Genau, der nächste Song, oh, fängt es an zu regnen? Leute, das stört euch nicht, ne? Heißt Kind der Erde und handelt sozusagen davon, dass wir alle Geschöpfe dieser Welt sind. Menschen, jeder Kultur, Tiere, Bäume und alles Mögliche. Und ich habe da mal vor einiger Zeit eine junge Dame kennengelernt, die, oh, jetzt hauen alle ab. Und ja, trotzdem zu, ne? Achso, hallo, schön. Ich erzähle euch mal, genau. Ja, ich sehe euch. Seht ihr mich auch? Ich lese euch mal einen kleinen Tagebucheintrag vor von dieser jungen Dame. Die ist 13. Sie hat mir das erlaubt. Also, ich möchte die Welt verändern, weil sie mir nicht gefällt. Ich hasse die Kriege, die Hungersnöte, das Leid, die Umweltverschmutzung, das Ausrotten der Tiere, Rassismus und die Klassenunterschiede. In meinen Augen sind doch alle gleich. Sehr schön. Wir brauchen keine Kriege und kein Leid. Meine Mutter meint, die perfekte Welt, die gibt es doch gar nicht. Aber ich glaube, wenn wir alle zusammenhalten und füreinander kämpfen und nicht gegeneinander, dann geht alles. Auch wenn es schwer ist. Aber wir haben doch diese Welt nicht bekommen, um uns die Köpfe einzuschlagen, sondern uns zu beweisen. Das Gute in uns zu beweisen. Auch wenn es jetzt noch nicht so aussieht, hier auf unserer Welt, irgendwann kann es doch wohl die perfekte Welt geben. Warum denn auch nicht? Wir wollen sie doch alle. Oder will sie wer nicht? Ich bin keine Schwarzseherin. Ich versuche immer das Beste aus dem Schlechten zu machen. Das Einzige, was mich noch wach hält, ist meine Hoffnung. Die Hoffnung, dass es irgendwann alles besser wird und sich zum Guten wendet. Manchmal ist das Leben schon komisch. Man denkt, dass alles unmöglich scheint und man selbst keine Lust mehr hat, etwas dagegen zu unternehmen. Und dann erlebst du Momente der Hoffnung und Zuversicht und deine Zweifel sind wie weggeblasen. Ich sehe hinter mich und frage, was hast du schon erlebt? Was hast du erreicht? Ich sehe vor mich und ich weiß, dass die Zukunft auf jeden Fall schwer interessant, traurig und schön wird. Ich will so viel erleben, weil ich manchmal denke, noch nichts erlebt zu haben. Ich habe manchmal das Gefühl, noch nicht geboren zu sein und erst auf das Leben vorbereitet werde. Ich kann nicht verstehen, warum wir hier sind. Und wahrscheinlich werde ich das auch nie. Aber es muss einen Grund geben. Und wenn einige denken, dass dieses Leben ist nicht das richtige Leben, das wahre Leben kommt noch und dieses hier wäre dann nicht mehr bedeutend, kann ich das einfach nicht glauben. Ich meine, wenn dies wirklich eine Prüfung für uns sein sollte, dann müssen wir doch auch das Beste daraus machen. Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst, aber ich glaube fest an dieses Leben und an die Bedeutung dieses Lebens. Daran, dass jedes Lebewesen, jedes Tier, jeder Mensch, egal ob reich oder arm, oder Frau und auch egal auf welchem Kontinent er lebt, in welcher Rasse oder Religion er angehört, das Recht hat, diese Prüfung bestehen zu können. Sondern auch dieses Leben zu schätzen, nicht als nutzlos abzutun. Warum sollten wir überhaupt existieren, wenn das Leben hier nicht bedeutend wäre? Wie kann das alles nur Zufall sein? Wie kann man glauben, dies alles hat keinen Sinn und keinen Grund? Wie kann man das glauben? Schauen wir uns doch einmal an. Wir sind Menschen, eigenständige Menschen. Es ist ganz egal, ob wir gesund, krank, behindert, schlau oder dumm sind. Wir sind Menschen und wir haben, jeder Einzelne, eine eigene Persönlichkeit, die es nie und nirgends auf dieser Welt und in allen Zeiten nochmal geben könnte. Und jede einzelne dieser Persönlichkeiten ist ein kleines Wunder in diesem riesigen Universum. Ein Puzzleteil des großen Ganzen. Dies ist kein Zufall. Jeder einzelne von uns ist genauestens geplant. Sollten wir denn aus Zufall dieses große Geschenk Leben erhalten? Auch wenn viele dieses Leben als Qual ansehen, das kann es nicht sein. Das will ich einfach nicht glauben. Und dieser Glaube ist keine Rechtfertigung für die tatsächlich schrecklichen Qualen dieser Welt. Wie viele schöne Sachen gibt es denn wirklich? Kann man sie zählen? Gibt es überhaupt eine so hohe Zahl?
Meiner Meinung nach sind gerade diese Sachen wie Naturkatastrophen, wie familiäre oder bekanntschaftliche Streite, wie Kriege, Entführungen, Gewalttaten und Verbrechen Prüfungen. Nicht eine Bestrafung, aber Prüfungen, dass wir als Menschen in unserem Zusammenleben zusammenhalten, gemeinsam wachsen. Wir sehen einander oft nie in die Augen. Wir kennen uns nicht, weil wir viel zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt sind. Aber durch solche Schicksale werden wir lernen, uns gegenseitig zu helfen, die Probleme anderer zu sehen und zu helfen. Darin besteht die wirkliche Prüfung. Und das Resultat ist ganz klar. Liebe. Dieses kleine Wort ist die Antwort. Es ist so einfach. Es gibt keine Regeln, keine Anweisungen oder Anleitungen. Doch wir wollen es einfach nicht verstehen. Ein Lächeln, ein Gesicht oder ein Herz sind alles Zeichen der Liebe. Es gibt nichts Schöneres als ein Kind, das sich freut oder eine Mutter, die von Herzen liebt. Ich sehe eine Quelle und einen See mit glasklarem Wasser und dem schimmernden Licht der untergehenden Sonne darauf. Ich sehe ein Wunder. Ich sehe einen Baum mit Blättern und Früchten, die das Leben bedeuten. Ich sehe ein Wunder. Ich sehe Berge, die so hoch und majestätisch in die Luft ragen, jeden verzaubern und jahrtausendalte Geheimnisse bergen. Ich sehe ein Wunder. Ich sehe einen Vogel, der seine Flügel über uns alle ausbreitet und über uns hinwegschwebt. Ich sehe ein Wunder. Ich sehe tausend Wunder jeden Tag. Es gibt so vieles, was die Menschen sehen könnten, wenn sie die Augen offen hätten für die Liebe. Das ist das einzige Geheimnis. Ja. Und jetzt singen wir zusammen ein Lied. Okay. Und ihr tanzt, als wäre es Sonne und Sonnenschein. Genau, Regen kann. Boah, ist ja auch schräg. Ich bin ein Kind der Erde, ich bin ein Hoffnungsärmel, ich will das Leben verändern. Ich bin ein Kind der Erde, man nennt mich Hoffnungsärmel, mit mir kann ich sein, bin nur da, will ich hier.